Und hinten war das nicht besser. Kannst du es dann mal kurz dann? Muss er weit sein. Ja, die sind jetzt erstanden. Nein, doch mal nicht. Der durchwachsenen Sonntagnachmittag, teilweise regnet es, teilweise ist er aus dem SW3 Verkehrszentrum. Vorsicht auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe. Haben wir noch? Nicht schon ein paar Mal. So, jetzt. Also haben wir unsere zwei Motoren hier drin. Einmal der Sechszylinder für den Antrieb, den zweimal, und unseren Generator. Da läuft die ganze Zeit, dass wir einen Strom haben. Das wäre alles dunkel hier. Haben noch ein Licht. Und was wir jetzt am Anfang machen müssen, schauen, ist alles dicht. Die Maschinen sind ja nagelneu. Sind jetzt 34 Stunden gelaufen. Jetzt schauen wir, ob noch Öl drin ist. Und der Schotter ist eine Einheit, die kann um 360 Grad drehen. Das heißt, die Schraube dreht immer in die gleiche Richtung. Und wir haben hinten so eine Ansteuerung und der ganze Motor dreht sich dann um. Das haben wir zweimal. Und auch hier müssen wir dann schauen, ob das Öl stimmt. Fast sauber. Das funktioniert. Hier ist unsere Heizung. Heute Morgen haben wir gefroren, da hat die Heizung nicht funktioniert und keiner wusste, wie wir es anschalten sollen. Und dann haben wir die Anleitung geholt und 1000 Knöpfe. Aber jetzt geht's jetzt. 62 Grad. Foto und Video. So, alles raus hier, was nicht braucht. Yeah.
Ja, jetzt wird das Schiff vorbereitet für einen Schwertransport. Geht auf die minimale Höhe, damit er unter der Brücken durchgehen kann. Und ist eigentlich schon traurig jetzt. Aber ja, jetzt wird klein das Schiff. Das war so schön. Die Optik verkratzt es nicht alles. Verliert komplett die Optik. Und alles muss dann wieder hinterher. Das letzte Teil auch noch runter. Thank you.
Kühlschrank legen. Jawohl. So. Und dann liegt er in der Mitte nicht auf. Ist egal. Leer oder beladen? Ja. Vorne? Heute mal sonnig, mal wolkig, morgen immer sonniger und wärmer. Am Samstag weiter freundlich, nur in den Alpen kann es mal kurz regnen. Das Antenne Bayern Verkehrszentrum. Bayerns bester Stau- und Pizza-Service. Um 2 Minuten nach Mitternacht. Grüß Gott. A8 München Richtung Stuttgart. Auf Höhe Augsburg-Ost Verkehrsbehinderung. Die Ausfahrt ist wieder frei, aber die Zufahrt zur Rastanlage ist noch für circa 30 Minuten gesperrt. A8 Salzburg Richtung München zwischen Grabenstedt und Felden ist die rechte Spur gesperrt. Wegen Fahrbahnerneuerung, die dauert wohl bis heute um 8 Uhr. Und einige Schwertransporte sind unterwegs, etwa auf der A92 ja, München Richtung dabei. Deckendorf zwischen Wallersdorf Nord und Deckendorf Mitte. Genauso auf der A96 Lindau Richtung München zwischen Buchloe Ost und München Sendling ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Aha. Wie auf der B8 Neumarkt Richtung Regensburg auch hier ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann, und zwar zwischen Hemau und Nittendorf. Und auch im Stadtgebiet München, Garmischer Straße bis Luise-Kieselbach-Platz, der mittlere Ring zwischen München Sendling und München Sendling Süd. Da sind wir jetzt. Ja, und da wird es leider hinten rauskommen. Auch ein herrlich, herrlich. Der nicht überholt werden kann. Herrlich. Die neuesten Blitzer nur auf Antenne Bayern auf der B2 Garmisch-Partenkirchen Richtung Weilheim auf Höhe Oberrau. Wie geht's denn? Wir können es höchstens mal eins schauen. Wir können es mal das schauen, ob wir irgendwo den Stau sehen. Da, siehst du das? Da war was. Das heißt, wenn ich nach dem gehe, dann müsste hier sein. Hier der Schwertransport. Schauen wir, ob er was sagt. Schwertransport, da steht's. Siehst du's? Das und immer mich anschauen, die Kamera, ja. So tief und so. Bing.
jetzt friert es mir erst einmal ein bisschen. Jetzt dauert es langsam ein bisschen, dass es kommt. 12:30 hat er gesagt, soll er kommen, gell? Kruzifix. Kalt wird's. Oh, ich habe Standheizung dabei. Null. Ja gut, da waren nicht, sag jetzt einmal, 8 Tonnen oder 9 Tonnen hinten dorten ging. Und ich selber hatte ich auch 30. Aber. Ja, ich freue mich immer noch. Und jetzt werden wir es wieder sehen. Jetzt haben wir schon